Morgen zusammen. Heute ist Sonntag und ich hoffe, es geht Ihnen gut. Nicht nur sonntags, sondern auch sonst so. Sie sind gesund und munter. Und heute ist der 13. Sonntag im Jahreskreis. Ich habe Ihnen einen Videoimpuls gemacht zu einem Lesungstext, der sehr unbekannt ist. Sie finden den im zweiten Buch der Könige. Wenn Sie nachlesen wollen, in Kapitel 4, die Verse 8 bis 11 und 14 bis 16a. Ich lese Ihnen diesen doch recht unbekannten Text mal vor. Sie wissen ja schon spätestens seit letzten Sonntag, wenn Sie meine Videos sehen, dass ich jetzt auch Ihnen wieder mal eine Lesebrille brauche. Ja, der Zahn der Zeit und so. Bitte keine Kommentare. Ich trage das mit Fassung und Würde. Also, die Lesung aus dem Buch der Könige, zweites Buch der Könige. Eines Tages ging Elija nach Schunem. Dort lebte eine vornehme Frau, die ihn dringend bat, bei ihr zu essen. Seither kehrte er zum Essen bei ihr ein, so oft er vorbeikam. Sie aber sagte zu ihrem Mann, »Ich weiß, dass dieser Mann, der ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger Gottesmann ist. Wir wollen ein kleines, gemauertes Obergemach herrichten und dort ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Leuchter für ihn bereitstellen. Wenn er dann zu uns kommt, kann er sich dorthin zurückziehen.« Als Elija eines Tages wieder hinkam, ging er in das Obergemach, um dort zu schlafen. Er fragte seinen Diener Gehasi, was man für die Frau tun könne. Dieser sagte, nun, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da befahl er, ruf sie herein. Er rief sie und sie blieb in der Tür stehen. Darauf versicherte ihr Elija, im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn liebkosen. Spielen Sie eigentlich Lotto? Haben Sie schon mal das Große losgezogen oder immer nur die Nieten? Gott spielt auch Lotto. Er verteilt ständig Lose. Und jeder Griff in die Lostrommel ist ein Hauptgewinn. In der Lotterie Gottes gibt es nämlich keine Nieten. Im Alten Testament steht diese Erzählung vom Besuch des Propheten Elija bei dieser Frau in Schunem, bei der es auch um das Große losgeht. Wir wollen ihm das Obergemach herrichten, denn ich weiß, dass dieser Mann, der ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger Gottesmann ist, sagt die Frau. Gut, wenn man das weiß. Mit einem Gottesmann sollte man es ja schließlich nicht verderben. Wenn jemand an der Tür klingelt, wäre es schon peinlich, wenn man ihn einfach fortschickt, um dann am Ende feststellen zu müssen, dass es sich ja um einen Gottesmann gehandelt hat. Die Frau aus Schunem, die den Elija freundlich aufnahm, hatte offenbar den richtigen Riecher. Und sie wurde dafür ja auch reichlich belohnt. Nicht auszudenken, wenn sie ihn weggeschickt hätte. Sie hätte dann möglicherweise keinen Sohn bekommen, wäre kinderlos geblieben, wenn ihr gar nicht zur Strafe noch viel Schlimmeres widerfahren wäre. Einem Gottesmann die Türe zu weisen, das kann schließlich ganz schön nach hinten losgehen. Ein Gottesmann. Das ist zu allen Zeiten und war zu allen Zeiten immer noch etwas Besonderes. Ein Gottesmann ist in allen Religionen geachtet. Priester, Mönch, Rabbi, Imam, Brahmane, Schamane, Seher und Zauberer, fast jede Religion kennt Gottesmänner. Nicht immer sind sie offen als solche zu erkennen, aber in der Regel sind sie hoch geachtet. Ein Gottesmann steht mit Gott in Verbindung. Er hat einen Draht nach oben. Er ist die Brücke zwischen Himmel und Erde. Er hat Vollmacht. Er blickt hinter die Fassade und den Lauf der Welt. Er hat vielleicht sogar geheimes Wissen und er steht grundsätzlich über den Dingen. Er ist ein Teil des Sakralen und daher abgehoben vom profanen Alltag. Ein Gottesmann steht für Gott in der Welt. Und weil der Gottesmann mit Gott in Berührung ist, gilt er selber oft als unantastbar, als sakrosankt und über jede Kritik erhaben. Vor ein paar Jahren rief mich ein Mann an, der wollte, dass ich seine Wohnung segne. Im Gespräch stellte sich heraus, dass er gar kein Christ, sondern ein Hindu aus Indien war. Weil es hier in der Gegend keinen hinduistischen Brahmanen gab, rief er mich an. Etwas verwundert erklärte ich ihm, dass ich ein katholischer Diakon bin, ein Christ quasi von einer ganz anderen Fraktion. Seine Antwort war sehr verblüffend. Für mich sind Sie geweiht und somit ein Gottesmann, und das ist das Einzige, was für mich zählt. In seinem Glauben war die Heiligkeit eines Gottesmannes wichtiger als der Gott, an den ich glaube. Die Verehrung eines Gottesmannes kann seltsame Züge annehmen.
Manchmal schlägt sie um in einen verstörenden Klerikalismus. Da werden dann nur noch das Äußere und das Amt gesehen. Das Menschliche wird vollkommen ausgeblendet. Wenn Gottes Männer und auch Gottes Frauen klerikal überhöht werden, dann vergisst man ihre dienende Funktion. Gewiss verdient ihr Amt Respekt, aber daraus erfolgen keine Überhöhung und schon gar keine klerikalen Privilegien. Ein Gottesmann steht im Dienst Gottes für den Dienst am Volk Gottes. Seine ganze Würde, seine Vollmacht, sein Amt, all das hat er nicht aus seinem Verdienst heraus, sondern allein aus der Gnade Gottes heraus, der ihn in dieses Amt berufen hat. Das sagt schon das Wort Klerus, denn im Griechischen bedeutet es Scherbe. Damit ist nun nicht gemeint, dass dort, wo der Kleriker handelt, alles zu Bruch geht. Scherbe, oder genauer gesagt eine Tonscherbe, wurde im alten Griechenland für das Scherbengericht oder auch für Losverfahren, kurzum für Abstimmungen aller Art, verwendet. Der Kleriker ist also jemand, dem durch das Los, in diesem Fall das Los Gottes, ein Amt zugefallen ist. Man erinnere sich zum Beispiel an die Jünger, die nach dem Tod des Judas Matthias durch Los zum Apostel wählten. Bis heute kann sich kein Diakon, kein Priester, kein Bischof und auch kein Papst sein Amt erarbeiten und schon gar nicht erkaufen. Selbst wenn man die besten Zeugnisse und den besten Leumund vorweisen kann, wenn man überall geachtet und geehrt ist, man kann ein noch so toller Hecht im Karpfenteich sein, nichts begründet einen Anspruch auf ein Amt in der Kirche. Am Ende bleibt es immer eine Erwählung durch die Berufung Gottes. Kleriker und Klerikalismus passen nicht zusammen. Der heilige Philipp Neri hatte dafür ein gutes Gespür. Er war schon zu Lebzeiten hoch verehrt. Er sah das mit sehr viel Bedenken und so setzte er alles daran, nicht als Heiliger angesehen zu werden. Dazu unternahm er die verrücktesten Dinge. Er kam zu hochoffiziellen Anlässen mit rosa Filzpantoffeln oder lief auch schon mal mitten im Sommer im Pelzmantel durch Rom. All das nützte aber nichts, eher im Gegenteil. Eben weil er auch so menschlich war, war er den Römern umso heiliger. Der heilige Philipp verband die Würde eines Gottesmannes mit dem Humor und den Schwächen eines Menschen. Er war nicht abgehoben und alles andere als klerikal. Oftmals sind es aber nicht einmal die Gottesmänner selber, die eine privilegierte Stellung einnehmen wollen oder sich distanziert klerikal geben. Es gibt auch den Klerikalismus von unten. Menschen, die den Gottesmann von sich aus in den Himmel heben, obwohl er doch zumindest mit einem Bein auf dem Boden steht. Jesus war der Gottesmann schlechthin und er hatte keine Privilegien. Nirgends in der Bibel lesen oder hören wir davon, dass er sich klerikale Züge angeeignet hätte. Im Gegenteil, wer sie selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Das war seine Predigt. Jesus war auch nicht distanziert. Er ließ sich von den Unberührbaren seiner Zeit äußerlich und innerlich berühren. Aussätzige, Unreine, Ausgestoßene und Sünder. Jesus redete mit ihnen, hatte Kontakt mit ihnen, er heilte sie und nahm sie in seine Gemeinschaft auf. Jesus redete auch mit Frauen, für die damalige Zeit eine für einen jüdischen Rabbi unvorstellbare Haltung. All das zeigte, dass Jesus tatsächlich das war, was wir im Glaubensbekenntnis von ihm bekennen: wahrer Gott und wahrer Mensch. Die Geschichte mit dem Gottesmann Elija wird daher noch einmal wirklich spannend, brisant und hochaktuell, wenn man das mit den Gottesmännern im Lichte Jesu noch einmal ganz neu anschaut. Wer sind denn diese Gottesmänner? Und vor allem, wer sind sie heute? Es sind diejenigen, die hungrig sind, hungrig nach Brot, die durstig sind, durstig nach Gerechtigkeit. Diejenigen, die uns begegnen und gegenüberstehen, in denen Jesus uns begegnet, in den Brüdern und Schwestern. Denn so hat es Jesus, der wahre Gottesmann, gesagt: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus dreht die Sache um. Gottesmann ist nicht mehr in erster Linie der Diener Gottes, sondern derjenige, dem er dient. Kurzum, die Gottesmänner und Frauen stehen nicht allein am Altar, sie sitzen vielmehr in der Kirchenbank. Dadurch bekommt die Erzählung von der Frau aus Schunem eine ganz neue Brisanz. Räumt das Obergemach aus, rückt zusammen, macht ihnen Platz, heißt es jetzt denen, die vor unserer Tür stehen und unsere Hilfe brauchen. Kümmert euch um die Gotteskinder, die unter uns sind, und verschließt ihnen nicht die Tür. Denn wer gut zu denen ist, die Gott zu den Seinen zählt,
Dessen dürfen wir ganz sicher sein, wer gut zu den Seinen ist, dem wird dieser Gott seine Güte auch nicht versagen. Nicht damit es uns gut ergeht, sollen wir den Hungernden zu essen und dem Durstigen zu trinken geben. Das wäre im Grunde genommen egoistisch. Anders ist es gemeint, weil der andere ein Gotteskind ist wie ich, deshalb sind es meine Brüder, meine Schwestern, die meiner Hilfe bedürfen und deshalb helfe ich. Schwestern und Brüder, wir brauchen sie. Wir brauchen Gottesmänner und Gottesfrauen dieser Welt. Denn sie kommen an Orte, die kein Priester und kein Diakon erreicht. Wir brauchen die Kleriker des Alltags, denn auch auf sie ist das Los Gottes gefallen. Sie sind das Glückslos Gottes. Sie, die sie hier in dieser Kirche sitzen, sind für manch andere der Hauptgewinn, das große Los in ihrem Leben, weil sie diesen anderen Liebe, Güte, Hoffnung, Sicherheit, Treue und Vertrauen, kurzum, weil sie Leben schenken. In Gottes Lotterie gibt es keine Nieten. Es gibt nur Hauptgewinne, lauter Gottesmänner und Gottesfrauen. Und sie gehören dazu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine glückliche Woche, eine gute Woche als Gottesmann und Gottesfrau. Und dazu segne Sie Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wie immer, geht hin in Frieden.